Mit einer Nachricht, die uns aus Rheinland-Pfalz erreicht hat. Dort sind in der Nacht zwei Polizeibeamte getötet worden. Die beiden wurden bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel durch Schüsse tödlich verletzt. Ja, das teilte die Polizei vor gut einer halben Stunde in Kaiserslautern mit. Der oder die Täter sind wohl auch noch flüchtig. Die Polizei warnt vor ihnen und Anhalter sollten auf keinen Fall mitgenommen werden. Der oder die Täter sind bewaffnet und die Fahndung läuft auf Hochtouren im Moment. Wenn wir weitere Informationen haben, werden Sie natürlich hier bei uns alles ausführlich erfahren.